Und ich könnte ja mal, ne? Dahin. Und mal, was da ist. Da ist ein Anschlagbrett, sieht nach einem Dorf aus. Dann gibt es da auch mit Sicherheit einen Weg. Jo. Ein Schmied zum Sachen reparieren könnte ich gleich mal überhaupt machen. Ja. Was für ein super Wetter. Ich gehe mal hier. Neue Markierung, Erzdorf. Okay, Nilfgaard ist hier. Ich mache euch mal Feuer. Ja. Ein bisschen mehr Feuer. Schlüssel benötigt. Den ich natürlich nicht habe. Alter, was für ein Scheißwetter. Kann ich da rein? Ja. Hi, ich wollte hier mal eine Runde meditieren. Meditieren bis zum Sonnenaufgang hier. Ja. Hi. Hallo. Es regnet immer noch. There are a lot of them beasties, you know. Dorfältester. Best give Crow Perch a wide berth. Okay. Alter Mann. Alte Frau. Aus dem Weg. Ey, du hast mich ins Gesicht genießt. Was soll denn das? Aus dem Weg. Hallo, alter Mann. Mit zu viel Besitz kommt ihr noch nicht klar. Ich helfe euch.
Nein, das wollte ich nicht. Jo. Händler, was hast du denn? Got coin to spend? I might. Zeig mir mal was. Was hast du? Wouldn't mind a look at your stock. Nur Crap. Zerschlissene Satteltasche. Farewell. Schlüssel benötigt, den ich wahrscheinlich nur kriege, wenn ich den Händler abmuchse. Und das meine ich. Kiddies, come inside. Okay. Achso. Du hast doch gesagt, ich soll reingehen. Mach jetzt. Wesensfleisch, super. Ich klaue auch alles. Die Wasserflaschen kann ich gut gebrauchen. Da ist ein Schmied. Ich werde wahnsinnig. Ich mache euch Licht an, dafür, dass ich alles klaue. Licht. Oh. Ich habe auch einen Haken. Ich gehe die ich repariere die für euch. Macht ihr mal keine Sorgen. Sinn. Paste. Rot. Ab, da war doch gerade. Da war doch gerade. Oh. Ich sollte hier nicht mehr klauen. Yeah. Zeig mir, was du hast und repariere meine Sachen. Na, wenn ich schon mal da bin. Weg damit. Plus 9. Oh, die mal dich. Weg. Plus 4, den behalte ich auch. Der hat aber die besseren Boni, deshalb. Ja. So. 3, 2, ups. Na gut. Plus 5, ja. Jetzt nicht so runterbringen. Ah. Ja. So, dann hätte ich gerne von dir. Oh. Silberschwert. 32 Schaden mehr. Na, ich muss das Geld sparen. Langschwert von Skellige, kleiner Triglav, Beruhen. Ja, nee. Das sind die Sachen, die ich ihm verkauft habe. Okay, dann repariere mal. Was? Nein. Repariere mal verwendete Ausrüstung. Dankeschön. Achso, na gut, die wollte ich ja eh anlegen. Also, repariere das auch mal. Und das auch mal. So, das war's. So long. Das sieht irgendwie, ich habe das Gefühl, das sieht gleich noch beschissener aus als jetzt. Ja, gut. Kein großer Unterschied.
Die Milfgarder lassen mich hier nichts klauen. War ich hier schon am Klauen? Ja. Ich muss zum Anschlagbrett und dann zum Wegpunkt. Nutzen. Warnung vor den Nilfgaardern. Hört, hört, gute Leute. Nilfgaarder haben mir einen Besuch abgestattet. Ich soll dem Dorf mitteilen, dass jeder, der den Redaniern hilft, aufgeknüpft wird. Ich wollte ihnen sagen, dass ich seit den Zeiten König Bedells keine Redanier mehr gesehen habe, doch es war vergebens. Ich mache ihre Warnung also hiermit per Aushang bekannt. Der Älteste. Warnung. Hört, hört. Ich ging nach Krienfels, um Handel zu treiben. Diese Banditen spuckten auf meine Waren, zerschlugen sie am Boden und verprügelten mich. All dies zum Zeitvertreib. Lasst euch mein Missgeschick eine Lehre sein und haltet euch von diesen Verbrechern erst fern. Sama. Warnung. Dass niemand ein Wort über die Ereignisse auf der Reueinsel verliert. Er soll es sonst bitter büßen. Was? Reueinsel? Au, Bestie von Ehrendorf. Gute Leute, bei unserem schönen Ehrendorf treibt ein gefährlicher Spuk, eine Bestie oder ein Teufel sein Unwesen und stiftet Verdruss dem Tapferen, der es wagt, den Unhold zu erschlagen, ist nicht nur unsere tiefste Dankbarkeit, sondern auch eine ordentliche Belohnung gewiss. Wer mehr erfahren möchte, suche uns auf. Frag nach Sobimir, dem Ältesten. Sorry. Auftrag verwisste Soldaten. Es sei hiermit kundgetan, dass die kaiserliche Armee jemanden sucht, der sich im Gebiet auskennt. Ein Jäger oder Kundschafter, der uns hilft, eine vermisste Patrouille aufzuspüren. Es ist möglich, dass die Soldaten einem Monster zum Opfer gefallen. Trifft dies zu, erhält derjenige, der den Kopf des Monsters sowie zusätzliche Informationen über den Vorfall liefert, eine Belohnung vom Unterzeichnenden. Ehre dem Kaiser, Mida Noran, Kommandant der in Erzdorf stationierten Division. Ganz legt nicht mehr. Hört und helft, wenn ihr könnt. Meine Gans hat aufgehört zu leben. Dabei ist sie erst ein Jahr alt. Der Weidler riet mir, ihren Bürzeln mit Rapsöl einzuschmieren. Doch als ich das versuchte, pickte sie mir so heftig in die Hand, dass ich immer noch einen blauen Fleck habe. Kennt jemand andere Methoden, die sicherer sind? Lester. Ja. Ich kann hier noch was klauen. Ah, da. Eine Servierplatte. Ich klaue denen echt alles. Ein Silberbarren. Das war alles, was sie hatten. So. Quests. Rätsel der Morde 22. Nebenquests. Eine Einladung von Kiramets, wildes Herz, Herrin des Waldes, blutiger Baron. Ja, dann machen wir. Finde die Mummenbuckel, Sumpf, fließt die Herrin. Okay. Vielleicht mache ich das zuerst. Ich habe das noch nie so rum gemacht. Vielleicht ändert sich irgendwas. Ich meine, ich muss ja sowieso dahin, früher oder später. So. Finde was, wie, wo, wann, da unten irgendwo. Okay, Alter, ist das weit weg. Wie komme ich denn da am besten hin? Ich glaube, ich gehe doch zuerst zum Baron. Ja, da will ich auch gerne noch hin. Zu dem Anschlagbrett. Nee, wo ist denn das? Da, in der Richtung.
Es ist 7.21 Uhr morgens in Witcher, ne? Und, ja. Ich sag mal nix. Velen ist nicht gerade mein Lieblingsgebiet. Sage ich dazu. Was ist los? Hey! Hör damit auf! Oh, der war Level 8. Oh, das ist nicht richtig. Rohes Fleisch. Hallo? Hallo? Geralt? Geralt? Sehr gut. Sewandpilze. Check mal den Schwert weg. Vorsichtshalber. Was ist denn hier los? The old god demanded 6 sucklings. You didn't bring but a single scurvy run. No wonder he cursed us. I were doomed. You's the one brought soured wine. Curse is your fault as much as mine. What are you doing here? What? The sun flying from the moon? We're making offerings to the old god, clearly. You too can seek his aid. That's if you got fitting offerings. He scorned ours, then cursed the old village. The All God, you call him. First I've heard. Is some new deity? Nay, 'tis ancient, revered by our forefathers. They say it were like this. Roslav of Oriton came here to gather brushwood. And suddenly, for no reason, a bush burst into flame. Then, Roslav heard a voice from the ground, demanding offerings and obedience. We've been coming here since then, bearing gifts, in exchange for which the All God watches over us, keeps us from evil. Mm-hmm. Plain to see that. Oh, nein! Mein Kumpel ist runtergefallen. So, what's wrong with your offerings? You needn't mock us. You can see right well we brought scraps. Before the war, I wouldn't give this such to me elms. But what can we do? Such are the times. And they're like to get worse. All God said if he don't get a rafter of bacon and a barrel of beer at least, the rivers will fill up with frogs and locusts or some such will devour the harvest. Das ist aber kein netter Gott. Ich rede mal mit dem. I could intercede on your behalf with this all god of yours. Got a feeling we'd come to an understanding. Well, I suppose it can't hurt to try. To speak with him, you have to stand before the altar and cry out, All God, help a poor wretch in need. Who knows, he might just listen to a foreigner. Uh-huh. Was Quest hier ist, Nebenquest, ne? Ein gieriger Gott. Ja. Sprich am Altar mit dem Allgott. Was ist denn der Altar? Das Ding da, oder was? Oh, all God, help a poor wretch in need. Pretty, please. How dare you disturb my divine rest, mortal? I dare disturb it because I want your divine self to lift the, curse you cast.
Those peasants really don't have. They must bring worthy offerings or they shall face drought, driving hail, earthquakes, avalanches. I have spoken. Mm-hmm. Avalanches? Here? How would that work? No answer from the All God. Fine. We can finish our conversation when I find him. Voice came from underground. Na, dann reden wir mal mit dem Allgott. Was haben wir denn da? Wine. More like vinegar. Someone drank it anyway. Could follow the scent. Okay. Something here. Where's that artifact Kira gave me? Sowas aber auch. What? Who dares disturb my divine being? Geralt of Rivia. Pleasure. Expected the All God to be corporeal in form, but never thought he'd be corpulent. Fattened up nicely at those peasants' expense. Expense? Expense? Not a word about the help I give in return. Blessings, absolutions, enlightened advice. Believe me, these folks need all of it. I'd watch over them still if they fulfilled their end. But lately, they offer these pathetic scraps. That they steal from the mouths of their children. And to make matters worse, you cast a curse on them. And I'll not lift it till they bring me worthy offerings. I'm to settle for curds and whey. Not a chance. And you can tell them that. Been in this hole long? For a century or so. One winter I found shelter here. Built a fire so large the flames leapt through the crack, lit the bushes above. I coughed from the smoke and suddenly heard a peasant. A voice out of nowhere, he called. A miracle. Thus, I became a god. Parasite, more like. Maybe so. But what of Freya and Melitele then, Demanding prayers and offerings, given naught in return. I talk at least. Okay. Also umbringen. Ja, er klaut quasi, aber er redet ja tatsächlich mit den Leuten. Das heißt, wenn wir ihm jetzt drohen können, dass er zufrieden sein soll. Also so lassen, nein, auf keinen Fall. Verhungern Kinder wegen dem und so. Nee. Gib dich zufrieden damit, was du kriegst, oder stirb. Dann hat er die Wahl. Listen here, Lord Ass. You're gonna be satisfied with what you get, or I'll feed you to the ravens. Flowing reformers. No, fine, fine. I'll sup more modestly. But just till the end of the war, not one day longer. Ich würde ihn gern beklauen, kann ich nicht. Oh, doch. Hey. Radovid, der Gestrenge, der Strenge war zu Größe. Ha. Verbessertes. Okay, das lese ich jetzt mal nicht. Radovid ist jetzt auch nicht mein Hauptanliegen. So. Ja, mach's gut. Ansonsten ist der ja harmlos, der tut den Leuten nichts. Anything new? Talk to your old god, face to face. And? Will he show us mercy? He will. Promise to be pleased with whatever you bring. I told you the all god's merciful understanding. Thanks, Witcher.
Oh, one last thing. Did you know there's a crypt beneath this hill? Might want to take a look sometime. Architecture is fascinating. Mm-hmm. Ja, sollen sie selber drauf kommen, dass ihr Gott kein Gott ist. Finde ich, haben wir gut gelöst. Die Rehe lasse ich mal in Ruhe. Ambi! Was? Ich muss natürlich genau auf die andere Seite. Aber wenn ich schon hier rüber schwimme, gucke ich, ob im Wasser noch was ist. Aber nichts.